Die Community ist voller Vorfreude auf die kommende Ahsoka-Serie von Disney+, in der Rosario Dawson die Rolle von Anakin Skywalkers ehemaligen Padawan spielen wird. Die Serie spielt in der Zeitlinie von The Mandalorian und stellt den Zuschauern die Live-Action-Version von Großadmiral Thrawn vor, einem klassischen Star-Wars-Bösewicht, der in Legends eingeführt und in Star Wars Rebels kanonisiert wurde. Thrawn wird von Lars Mikkelsen gespielt und er wird als einer der gefährlichsten Feinde dargestellt, den die Galaxis je gegenüberstand. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Lucasfilm hat ein neues Teaser-Video für Ahsoka veröffentlicht, in dem die Hauptdarstellerin Rosario Dawson den Zuschauern Ahsoka Tano näher bringt. Überraschenderweise macht sie aber eine interessante Andeutung und bezeichnet Großadmiral Thrawn als intergalaktische Bedrohung. Diese Bemerkung ist sicherlich verblüffend. Thrawn stammt aus den unbekannten Regionen, einem riesigen, unerforschten Teil der Galaxis, und es wird allgemein angenommen, dass er seit einigen Jahren in genau diesem Sektor des Weltraums verschollen ist. Es ist jedoch möglich, dass der Hyperraumunfall, der Thrawn aus dem uns bekannten Raum brachte, dazu führte, dass er jenseits der Grenzen der Galaxis gestrandet ist, wo er nun neue Verbündete fand. Wenn dem so ist, ist Thrawn ein Vorbote für etwas Schlimmeres, was erklären würde, warum Ahsoka in den Trailern angedeutet hat, dass sie etwas Dunkles kommen sieht. Trailer und Konzeptzeichnungen haben stark angedeutet, dass Thrawn neue Verbündete gefunden hat. Der Großadmiral wurde auf einer goldenen Brücke gezeigt, die ein ganz anderes Design hat als alles, was mit dem Imperium oder den Bewohnern der bekannten Regionen in Verbindung gebracht wird. Es gibt Spekulationen, dass dieses mysteriöse Schiff mit den Rakata in Verbindung gebracht wird, einer Rasse von Eroberern, die vor Jahrtausenden die Galaxis beherrschten und die in Endor namentlich erwähnt wurden. Dieser Hinweis auf eine intergalaktische Bedrohung erhöht jedoch den Einsatz. Es deutet darauf hin, dass Ahsoka am Anfang einer Geschichte steht, die größer als alles ist, was bisher auf dem Bildschirm zu sehen war. Die Idee ist mit der in Legends vergleichbar, in der eine Rasse galaktischer Invasoren namens Yuuzhan Vong durch die Galaxis fegte. Thrawns Kommandobrücke ist mit goldenen Druiden ausgestattet und die Yuuzhan Vong hassten Technologie und verwendeten stattdessen Bioform. Es ist unmöglich, sich eine Version der Yuuzhan Vong ohne dieses Attribut vorzustellen. Daher wird es sich um eine andere Bedrohung handeln. Dave Filoni hat die Angewohnheit, sich von Star Wars Legends inspirieren zu lassen. In der Geschichte ist der Hass der Yuuzhan Vong auf die Technologie das Ergebnis eines uralten Krieges mit einer Rasse von Eroberern, die als mehr technologisch als beseelt beschrieben wird. Ahsoka könnte auf diese Idee zurückgreifen und sie vielleicht mit den Rakata kombinieren, um einen furchterregenden neuen Feind für die Galaxis zu schaffen. Die Möglichkeiten sind also wirklich grenzenlos. Was glaubt ihr, hat Großadmiral Thrawn eine neue große Bedrohung im Schlepptau? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.